Ja, hallo, hier ist Christian Heschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wir sind zerzaust von der Skipiste oder Snowboardpiste, je nachdem. Ich mach die Brillen ab und krass. Egal. So, geht heute um das Thema, ja, mein Freund hatte noch nie eine längere Beziehung. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr kommt zur Liebische Party in Berlin übrigens, wollte ich nochmal sagen, oder zur Lesung in Jena jetzt im Januar noch oder zu den Live-Tagen in Wien und in Hamburg gibt es noch ein paar Karten. So, hallo Christian, ich bin Matrefka und zu meiner Geschichte. Ich bin Anfang 30, mit Trennung immer sehr gut zurechtgekommen, auch in langen Beziehungen und diese endeten immer respektvoll. Was mir jetzt allerdings passiert ist, verstehe ich einfach nicht. Es macht mich ratlos und endlich traurig. Ich war ein paar Monate mit meinem Freund liiert. Durch einen Bekannten lernten wir uns kennen. Anfangs machte er Komplimente und war sehr aufmerksam. Gut, das sind wahrscheinlich alle am Anfang, ne? Wenn ich genau etwas über ihn wissen wollte, antwortete er knapp und spärlich. Er ist ja auch in den 30ern und hatte vor ja, 9 Jahren eine kurze Beziehung. Diese dauerte nur einen Monat, danach war er immer Single. Wie ich schon in meinem Buch ausgeführt habe, wo es jetzt auch endlich das Audible gibt übrigens, der Liebescode, tut euch das nicht an. Es ist jetzt nicht, dass jemand böse ist, nur weil er 10 Jahre keine Beziehung hat, das kann ja jeder machen, was er will, aber wenn man mal so über Risikominimierung nachgeht im Dating-Prozess, sind Leute, die ja 10 Jahre, 9 Jahre, 8 Jahre, 7 Jahre Single sind, ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, ja, dass sie entweder ein riesen Bindungsproblem haben oder sich gar nicht binden wollen. Das heißt jetzt nicht, jetzt schreiben immer wieder Leute, ja, aber ich hatte auch 5 Jahre keine Beziehung. Ist mir jetzt auch was nicht in Ordnung? Nein, das betrifft einfach, wenn ihr jetzt in meine Videos guckt, auf den Datingmarkt geht, ist einfach, geht einfach nur darum, sich das ein bisschen leichter zu machen. So, ne? Weil warum sollte jemand, der 10 Jahre keine Beziehung hatte, eben nicht an sich arbeitet, warum sollte der auf einmal eine Beziehung haben wollen? Ja, das Ego denkt natürlich immer, weil ich so cool bin, aber leider täuscht sich das Ego da meistens. So, er hatte auch im sexuellen Bereich Probleme. Ich versicherte ihm, das wäre kein Problem für mich. Das ist ja auch spannend, was ich immer wieder höre, dass in diesen Beziehungen, die so schön angetoxt sind, es entweder Sex eine Riesenrolle spielt, aber nichts anderes läuft, oder aber auch eben noch ein relativ hoher Prozentsatz ist, wo Sex ein Riesenproblem ist. Finde ich auch spannend. Was natürlich noch mehr Krümelbeziehung bedeutet, ne? Ja, Beruf ist egal. Ja, und mit diesem Beruf wird jetzt begründet, warum er deswegen nur wenig oder spontan Zeit hätte. Ja, ich meine, glaubt immer nicht, diese. Also, wenn jemand nicht will, dann findet er Gründe, warum es nicht geht. Wenn jemand will, macht er alles möglich. Also, wenn jemand total verliebt ist, ey, der wechselt die Religion, wechselt den Kontinent, der macht alles für euch. Ne? Aber wenn jemand es eben nicht ist, dann gibt es alle möglichen Probleme plötzlich. Ne? Also. Und deswegen habe ich auch dieses Konzept mit Standards und Dealbreakern entwickelt, weil ich das hier eben überlegt, das ist für mich passend. Also es kann auch sein, dass ihr einen total nette, was weiß ich, jemanden trifft, der eben wirklich jeden Tag die Welt retten muss, der hat wirklich keine Zeit. Ja, da könnt ihr vielleicht sagen, ja, das stimmt, die Geschichte, aber trotzdem ist für mich nicht das Richtige. Ne? Also es spielt eigentlich
keine Rolle, warum, ist die Frage, tut es dir gut? Ne? Ich hatte dafür Verständnis, jedoch war es meist immer sehr spät, wenn er sich treffen wollte. Also was auch hier wieder darauf hindeutet, wer hier alles bestimmt eigentlich. Ne? Mein Freund oder Ex-Freund verträgt auch keinen Alkohol und trinkt oft mit seinen Freunden. Auch hier findest du ja eine Begründung, anstatt zu sagen, oh, er trinkt einfach zu viel, sagst du, ja, er verträgt keinen Alkohol und also was er so impliziert, dass er vielleicht als wenig trinkt und damit aber ein Problem hat, aber wahrscheinlich trinkt er einfach viel. Ne? Wieder eine Sache, das macht jetzt nicht einen schlechten Menschen aus einem, nur weil man zu viel Alkohol trinkt, aber es führt, Alkohol ist halt einer der allergrößten Beziehungskiller. Ne? So, mein Freund betrank sich teilweise stark und baggerte peinlich und respektlos andere Frauen an. Oder einmal zumindest, ja. Jetzt sind wir natürlich schon, jetzt haben wir schon drei Sachen, ne? Also, jetzt haben wir schon zu viel Alkohol, 10 Jahre Single und jetzt kommt noch, also das ist auch komischerweise, treten die Sachen immer gemeinsam auf, jetzt haben wir aber noch illoyal. Ich meine, das sind drei big fucking red flags, ne? Also, jetzt musst du natürlich sagen, was für dich akzeptabel ist oder nicht. Das kann ja natürlich keiner abnehmen. Aber wenn du mir schon schreibst, weißt du es wohl, dass es nicht akzeptabel ist. Ne? So. Und ja, als dieses mit dem respektlos Frauenangramm passiert ist, da warst du nicht dabei. Das hat dir jemand erzählt. Okay. Als sich mein Freund meldete dann nach diesem Ereignis, zickte ich leider sehr herum. So, ich meine, du regst dich jetzt aber auf, dass du rumzickst, während dein Freund andere Frauen angegraben hat. Also natürlich kannst du da rumzicken. Ich meine, sind nur alle nur Menschen. Und wieder suchst du den Fehler bei dir. Ne? Das zeigt dann ein sehr starkes Pluspolverhalten hier. Ne? Ich habe gehofft, er kommt bei mir vorbei und spricht mit mir darüber. Stattdessen ging er zu seinen Freunden und musste fragen, was am Vorabend passiert ist. Oh, also wenn jemand so viel trinkt, dass er Filmrisse hat, ist es nicht unbedingt das beste Zeichen. Das kann natürlich jedem mal passieren, aber komischerweise passiert es natürlich auch vielen auch nicht. Und ja, also mir ist das in meinem ganzen Leben zum Beispiel nicht passiert. Also es ist ja nicht so, dass man mal ein Glas irgendwas trinkt und mal gleich einen Filmriss. Also das ist schon krass, ne? Ja. Er warf mir auch vor, ob er sich nicht mehr mit anderen Damen unterhalten dürfe. Das ist auch so, so geil, Minuspolmäßig. Ich darf mich davon mal mit anderen Frauen unterhalten und die angraben. Und das doch, kann man davon noch mal machen. Das wird man doch wohl noch mal machen dürfen in unserer Gesellschaft. Andere Frauen. Ja, dann, ja, darf er. Aber dann ist er vielleicht in der Beziehung falsch aufgehoben. Ne? Ja, wieder kriegst du jetzt hier den Ärger. Ne? Vor allem kritisierte ich ihn wegen seines Verhaltens und es wäre schade, wenn ich ihn so nicht akzeptieren kann, wie er ist. Das hat er wahrscheinlich gesagt. Ja, ja, dann soll man immer alles akzeptieren, aber das kann er ja auch wollen. Ne? Und, aber ich glaube, du willst das nicht. Ne? Und was dich jetzt hier drin hält, ist wahrscheinlich wieder, dass du denkst, er ändert sich oder dass du, es sind ja immer die gleichen Sachen, dass man dann noch meist in der Kindheit halt schon ja, so ein inneres Kind hat, was nicht geliebt worden ist, wieder allein war und dann kommt das innere Kind hier raus und denkt wieder, ja, aber vielleicht ändert er sich, vielleicht sieht er mich, vielleicht, ja, aber auf so einer Erwachsenenebene gibt es wahrscheinlich hunderttausende andere Männer, die dich nicht so behandeln würden. Ne? Gibt ja auch hunderttausende, die es auch machen würden, aber ja, meinst du nicht, du hättest was Besseres verdient? So, Tage später erklärte ich ihm, dass er sich unterhalten darf, mit wem er will und ich ihn auch nicht bevormunden möchte. Ja, aber du möchtest trotzdem nicht, dass er sich, ja, du möchtest eben, also lass dich da doch nicht ein, klein machen. Du möchtest nicht, dass er mit anderen Frauen flirtet. Krass. Das sind deine Standards. Und dann steh auch dazu, dass
Ich vermute, also ich weiß es, ich kenne ich jetzt nicht, also meistens ist es mangelnde Trennungskompetenz, die dann wiederum mit dem inneren Kind zu tun hat oder Ego-Themen. Dass die verhindern, dass man ihr ganz klar sagt, was wiederum eine Auflösung dieses Minuspol-Themas wäre, wenn du ganz klar sagen würdest, es ist inakzeptabel. Das ist egal, wenn du das meinst, dann sind wir ja falsch. Dann, also da müsst ihr wirklich hinkommen, wenn jemand ganz klar eure Dealbreaker reißt. Das ist nicht von Standards, ne? Wir reden jetzt von Dealbreakern, findet ihr alles in meinem Modul 1. Dass ihr dann sagt, ja, alles klar, das war's. Mach weiter, aber ohne mich. Ja. Und dann ist der Minuspol ist dann halt immer, ja, das musst du doch akzeptieren und musst doch, ja, aber du musst ehrlich auch akzeptieren als jemand, das hier nicht will. Ne? So. Nach einigen Monaten gab er immer noch nicht viel von sich preis. Ja, also mit dieser, er hört sich ja nicht so an, als wenn er so der Bindungsspezialist wäre. Ne? Ich suchte sehr oft das Gespräch mit ihm. Er sagte, er könnte nicht über Gefühle reden. Monate vergingen und ich war sehr verunsichert. Ja, wenn man sich sehr verunsichert fühlt in einer Beziehung, man schiebt sie oft auf sich selbst, aber es sagt eben was auch aus über die Beziehung. Ne? In einer sicheren Beziehung passiert das nicht so schnell. Mir macht das sehr zu schaffen und ich stellte bei unseren Gesprächen sehr oft die Beziehung in Frage. Es kam dann der Tag, als eine Veranstaltung war. Er wollte unbedingt hingehen, weil sein bester Kumpel mit seiner Freundin auch da war. Als ich die beiden an dem Tag zum ersten Mal sah, ignorierte mich sein Kumpel und dessen Freundin auch. Das ist auch wieder eines dieser vielen Irritationen, die es in diesen Beziehungen gibt. Ich kann es natürlich jetzt auch nicht erklären, aber ist komisch, dass in diesen unsicheren Beziehungen on top auch noch die Freunde einen häufig komisch behandeln. Ja, weil sie vielleicht auch entsprechend, weiß ich nicht, wer weiß, was der über dich erzählt. Ne? Das wissen wir ja nicht. Ne? Und aber scheinbar nicht irgendwie, du bist die Frau seines Lebens. Ne? Also. Ich dachte, jetzt musst du irgendwie zumindest mit der Freundin seines Freundes ins Gespräch kommen. Ja, wessen Job ist das denn hier, wenn ihr mit seinen Freundin ausgeht? Das ist sein Job, dir das zu erleichtern und nicht, dass du da so allein stehst und denkst, wieso redet er nicht mit mir, was mache ich denn? Also ist doch wohl klar, dass es der Job deines Freundes ist, das dann zu erleichtern. Ne? Also. Also fragte ich sie irgendwas, um Smalltalk zu betreiben. Plötzlich fing es an. Die Freundin des Freundes fragte mich sehr komisch aus. Nachdem ich ihr die Fragen beantwortet habe, ignorierte sie mich komplett. Oh Gott, wie schrecklich, was für ein schrecklicher Abend. Der beste Kumpel sprach weiter kein Wort mit mir. Ich fühlte mich sehr unwohl. Danach meinte mein Freund, ich sei zu empfindlich und übertreibe. Ja, das ist dann immer so, wenn man dann sagt, ey, das läuft ja alles total schräg, bist du empfindlich. Ja. Und selbst wenn du empfindlich bist, ist es immer noch das, was du brauchst. Aber ich sehe keine Empfindlichkeit. Du hast, bist auf dem Abend mit seinen Freunden, die behandeln dich scheiße und wie soll es jetzt auch Stein sein, dass dir das nichts ausmacht oder was? Ne? Er gestanden steht da, sein bester Kumpel würde mich nicht hübsch finden. Oh. Und was denn noch? Selbst wenn er das gesagt hat, warum erzählt er dir das? Das ist völlig, und warum, also jetzt, hier ist wieder ein Punkt, wo du an deinen Standards und Dealbreaker, also deinen Standards arbeiten musst, dass du sagst, wenn mir ein Freund so eine Scheiße erzählt, ne, dass mich sein Kumpel nicht hübsch findet, dann war's das. Aus. Also zumindest kann man sagen, so, also, kann man sagen, so möchte ich keine Beziehung, ich möchte nicht so behandelt werden. Was soll das denn? Das ist nur Nerverei und redet so jemand mit dir, der in dich verliebt ist, richtig? Ich glaube nicht. So, bei einem unserer Telefonate habe ich mir den ganzen Frust von der Seele gesprochen. Mein Freund meinte nur, er sei ein Idiot und wüsste einfach nicht, was er will. Ich sagte ihm, dass ich mich verarscht fühle. Darauf meinte er nur, sehr gut, jetzt redest du mal Klartext. Er hätte mich nicht verarschen wollen, ja. Und du wurdest alles zu blöd und ich habe Großes aufgelegt.
Am nächsten Tag habe ich mir eine Nachricht gesendet, eine Entschuldigung. Warum? Jetzt redet sie zum ersten Mal Klartext, was ich super finde und total angemessen. Jetzt entschuldigst du dich. Also, warum? Du musst dich für nichts entschuldigen. Gar nichts. Du hast nichts falsch gemacht. Außer, dass du zu lange in einer Beziehung bist, wo du scheinbar nicht sehr gewertschätzt wirst, aber das Problem haben wir alle hier. So. Am folgenden Tag machte er auch wiederum per Nachricht mit mir Schluss. Er meinte, ich mache aus allem ein Drama und das passt nicht mit uns. Gut, auf jeden Fall hatte er nicht mehr genug Gefühle an dem Punkt und dann sagt man halt irgendwas, aber es liegt nicht. Also, wenn du jetzt, also gerade du hast jetzt auch noch seine Biografie, dann weißt du doch, dass es nicht an dir liegt. Aber letzten Endes hat er natürlich recht, es passt nicht mit euch. Ja. Das war vor ein paar Monaten, es folgte komplette Funkstille und es gab nie ein persönliches Abschlussgespräch. Da ist auch niemand so verpflichtet, muss man auch sagen. Ne? Er darf so Schluss machen. Ne? Ich hatte noch ein paar Sachen von ihm, diese packte ich in einen Karton und legte einen Brief dazu. Das Paket sendete ich ihm später zu. In dem Brief stand, wenn er daran arbeiten möchte, kann er sich gerne melden. Ansonsten wünsche ich ihm alles Gute. Ja, okay. Wochen später kam eine lange Textnachricht von ihm, er denke oft an unsere gemeinsame Zeit, die er auch nicht missen möchte, jedoch sind seine Gefühle leider nicht so stark wie meine und deswegen ist es schwer, noch immer etwas zu versuchen. Sei froh, dass er dich nicht in so eine elende Umlaufschleife zieht und dich in seiner Umlaufbahn hält, so als Energielieferant. Also sei froh, dass er einfach Schluss gemacht hat, weil er einfach ja, dich nicht richtig liebt. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht liebenswert bist, das heißt, das sagt eigentlich gar nichts über dich aus. Insbesondere mit dieser Biografie, die wir hier haben, ne? Von ihm. Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht so viel passiert. Also, er hat dich offensichtlich nicht liebevoll behandelt, aber so ist er jetzt nicht fremdgegangen, er trinkt scheinbar zu viel und ja. Und dann hat er, finde ich, noch irgendwo die Kurve gekriegt, indem er sagt, das hat einfach keinen Zweck, weil da wird nur noch mehr Scheiße passieren. Und das ist eigentlich gut, dass er sich getrennt hat. Also, ich weiß für dich jetzt vielleicht blöd, ich kenne jetzt deine Geschichte ja nicht, das ist vielleicht aufgrund deiner Biografie jetzt wieder besonders schmerzhaft oder so, aber eigentlich finde ich fast, hat er dir einen Gefallen getan, weil was hätte, soll denn dabei rauskommen? Und ich kann dir auch nur raten, da, selbst wenn er sich wieder melden sollte, habe ich jetzt gerade nicht so das Gefühl, aber dann nicht wieder reinzugehen, weil das wird sich nicht ändern. Und nochmal, sucht euch nicht jemanden, wo man sofort eine Paartherapie machen muss, damit die Beziehung überhaupt läuft. Ne? Es sollte einfacher gehen, wirklich. Und das gibt es auch. Ne? Bis dann mein Ex-Freund Geburtstag hatte, schrieb mir eine kurze Nachricht mit einer Gratulation. Lass es los. Ich weiß, es ist traurig. Du hast ihn sehr gemocht. Und lass es los. Daraufhin antwortete er nur kurz und knapp mit Dankeschön. Ja, nochmal, ich finde es gut von ihm, dass er jetzt auch nichts vorspielt. Ne? Das machen ja viele und das finde ich wiederum gut. Ne? Ich habe so viele offene Fragen. Was stimmt mit mir nicht? Bin ich eine Drama Queen oder Borderline? ich glaube, ich werde das Video so nennen, bin ich eine Drama Queen? Das, nein. Also, ich kann jetzt nur von dieser E-Mail ausgehen. Vielleicht. Also nur, das, aber das passiert oft in diesen toxischen Beziehungen, dass man sich völlig zu Recht sagt, ey, so geht's echt nicht. Ne? Das, jetzt sollte man natürlich schon die Form wahren, aber dass ich, du sagst, schreibst hier nichts von, dass du ausgerastet bist oder was weiß ich. Also man sollte schon die Form wahren und das vernünftig sagen. Aber das macht dich nicht zu einer Drama Queen und zu einer Borderlinerin schon mal gar nicht, dass du deine Grenzen setzt, was willst du machen, willst du dich da einmachen lassen oder was, ne? Also, und, aber das ist halt gerade, was in toxischen Beziehungen habe ich passiert, dass dann nicht gesagt wird, ja, du hast recht, oder gleich gesagt wird, ich glaube, das passt nicht, ich bin einfach so, sondern dass erstmal gesagt wird, mit dir stimmt irgendwas nicht. Das wiederum weist aber auch darauf hin, an den Themen, an denen du arbeiten darfst, dass du dich zu sehr in Frage stellst, ist wieder mit Selbstliebe und alles, und denke ich, mehr sehen darfst, was ja eigentlich immer ein Pluspol-Thema ist, dass du nicht die ganze Schuld auf dich nimmst, sondern dass du wirklich klar siehst, also letzten Endes, das hat einfach überhaupt nicht gepasst irgendwie, ne? Und gucken darfst,
auch natürlich so Lichter auf deinem Liebeschiff, hast du so einen nicht verfügbaren Vater vielleicht und solche Sachen oder einen, der getrunken hat, ich weiß nicht. Das sind alles Sachen, die du dir hier angucken könntest, insbesondere wenn du so festhängst noch an dieser Beziehung, die ja eigentlich nicht so viel zu bieten gehabt hat, mal ehrlich gesagt. Ne? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.